Guten Morgen, meine Süßen, und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ja, guten Morgen deswegen, weil es ist jetzt gerade mal kurz vor acht. Meine Mitbewohner haben jetzt erst das Haus verlassen. Und nachdem ich heute Vormittag frei habe, haben wir gedacht, mache ich doch gleich schnell das Video. Ja, ihr seht, vor allem, so schaut es jeden Tag aus. Ja? Also wirklich, wirklich jeden Tag. Also Leute, die mich besuchen, kommen auf Hallo, da bin ich, ja. Die finden sowas vor, nicht das, was ihr dann am Schluss seht, ja, sondern es schaut immer so aus. Es schaut jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag so aus. Ja, also ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe das auch schon festgestellt, nachdem keiner was weggeräumt bei mir, außer ich, ja, kann sich dann das ausschauen. Aber egal, wir wollen jetzt nicht ranzen, ja, wir sind sowieso die ärmsten Schweine auf dieser Welt, das ist ja ganz klar. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann haben wir wenigstens genug Stoff, weil was würde ich euch sonst zeigen, wenn ich lauter ordentliche Mitbewohner hätte, was würde ich euch auch sonst zeigen? Ne? Da könnte ich euch ja nichts zeigen. Ne? Da wäre ich einer von diesen amerikanischen YouTubern, die Clean With Me machen, wo es vorher nicht anders ausschaut wie nachher. Ja? Aber da liegen halt zwei Westen herum. Ne? Aber sowas können wir ja nicht leiden. Wir brauchen einen Vorher-Nachher-Effekt. Und den haben wir bei mir. Also, wenn ich euch nicht viel bieten kann, so fashion-technisch oder so, ja, aber den Vorher-Nachher-Effekt, der ist da. Und mittlerweile habe ich auch meinen Thermomix und vielleicht machen wir heute noch einen Aufstrich damit. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Aber jetzt werden wir mal dieses Chaos hier beseitigen. Also, auf los geht's los! So, Ladies, ja, ich habe gleich einmal ganz am Anfang einen Tipp für euch. Ich habe ja so gut wie nie irgendwelche Haushaltstipps, aber ich habe mir gedacht, das muss ich euch sagen. Wenn ich ausgepresste Zitronen habe, gebe ich die in den Geschirrspüler rein, dann riecht es ein bisschen besser. Und für den Kalk ist das auch ganz gut. Also, damit ich sie nicht gleich wegschmeiße, gebe ich sie in den Geschirrspüler, dann riecht es ein bisschen besser und auch ist der Kalk ein bisschen besser. Und jetzt schmeiße ich sie weg. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Und ich glaube, mir hat das auch einmal jemand gesagt oder ich habe es in irgendeinem Video gesehen. Aber ja, wie gesagt, weil ausgepresste Zitrone braucht man ja doch hin und wieder mal. Und ja, deswegen gebe ich sie dann einfach in den Geschirrspüler rein, weil dann kann ich sie erst, haue ich sie halt erst später weg, weil was mache ich damit? Ne? Manchmal tue ich auch in der Abwasch damit herumputzen oder so, weil das ist ja auch ein Kalklöser. Aber ich habe ja auch Zitronensäure als Pulver. Mit dem tue ich dann meine Sachen entkalken, so wie den Wasserkocher oder so. Da gebe ich dann einfach ein Löffelchen Zitronensäure rein. Die kostet dann schon 50 auf Amazon. Lass das Wasser aufkochen, einmal oder zweimal, je nachdem, und dann brauchst du es nur ausleeren, weil ihr seht meinen Wasserkocher da rechts stehen, da ist das Glas, und der ist halt dann auch immer ein bisschen kalkig, ja, weil wir haben halt ein relativ kalkhaltiges Wasser, und dann ist er auch wieder schön sauber, da brauchst du mal auswischen und so, und dann passt die Sache wieder. Und auch wenn ich meine Abflüsse reinige, dann nehme ich Zitronensäure gemischt mit Natrium. Das gibt's auch bei Amazon im halben Kilopack, im Kilopack, was weiß ich. Ich habe gleich ein bisschen mehr gekauft. Und das gebe ich dann immer in den Abfluss rein. Das sprudelt dann ein wenig und das lasse ich auch ein bisschen länger einwirken. Also das lasse ich sicher so 5 bis 10 Minuten einwirken. Ein bisschen heißes Wasser dazu. Und die Sache ist erledigt. Kann man auch bei der Toilette machen. Nur da müsst ihr mit dem heißen Wasser ein bisschen aufpassen, weil ein Haarriss in der Kloschüssel wäre ein bisschen blöd, ne? Wenn es dann immer ein bisschen tropft und rinnt irgendwann. Und irgendwann vielleicht setzt dich drauf und du sitzt am Boden. Das wäre dann auch ein bisschen blöd. Aber ja, so, das zu meinen Tipps. Tada! Pippis Haushaltstipp. Der erste und, glaube ich, bislang auch einzige. Ja, ich bin ja jetzt nicht so eine, die euch jedes Mal sagt, was sie an Putzmittel verwendet und was sie nicht verwendet und keine Ahnung, ich bin ja nicht so ich bin ein Werbeopfer, sprich, sehe ich was in der Werbung, wird sofort gekauft, um zu sehen, ob es wirklich so gut ist. Meistens ist es nicht so gut, wie die Werbung sagt, aber ja, mei. Das kennen wir doch alles. Und ja, ich bin ein Opfer, das wissen wir. Ja, spätestens eben, seit ich euch erzählt habe, dass ich mir den Thermomix gekauft habe. Das habe ich euch ja schon auf Instagram erzählt. Ja. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe das Teil jetzt schon 5 Tage. Es ist am Samstag letzte Woche gekommen und es ist
heute ist Donnerstag, also in einer Stunde sollte das Video online sein, aber ich bin vorher nicht dazu gekommen, das Voiceover zu machen und das zusammenzuschneiden. Ich hoffe, es geht sich aus. Ja. Also auf jeden Fall habe ich seit letzten Samstag den Thermomix und er war jetzt auch wirklich jeden Tag im Einsatz. Habe schon eben Kuchen gemacht, ich habe Brot gemacht, ich habe Aufstriche gemacht, ich habe gekocht drinnen, gebacken. Ich bin eigentlich ganz, ganz, ganz verliebt in mein Thermilein. Ja, das zählt, glaube ich, auch zu den Sachen nice to have. Ja, also man braucht ihn jetzt nicht als solches. Man braucht keinen Thermomix, um zu kochen. Ja. Ich meine, wenn man gar nicht kochen kann, ist das schon wieder sehr, sehr super, das Teil, weil das sagt ja wirklich jeden Schritt. Ich kann ja grundsätzlich kochen, behaupte ich jetzt mal so von mir. Und meine, ihr wisst ja, wie mein Mann ausschaut und wie ich ausschaue. Also, ja, ich kann kochen. Aber die Daseinsberechtigung von einem Thermomix ist für mich, es erleichtert mir mein Leben. Alles, was mir mein Leben erleichtert, hat für mich eine Daseinsberechtigung. Ja? Das ist genauso wie mit meinem Rasenroboter. Für 100 Quadratmeter Wiese brauche ich keinen Rasenroboter, aber es erleichtert mir mein Leben, weil er von alleine mäht und die Wiese schöner macht, theoretisch. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, aber wurscht, er mäht jetzt mal. Ja? Und eine Markenhandtasche ist zwar schön und toll, aber die erleichtert mir mein Leben nicht, weil ich finde meinen Autoschlüssel da drin genauso wenig wie in einer billigen Tasche oder einer von mir selbst genähten Tasche. Ja, da finde ich den Autoschlüssel genauso wenig, obwohl ich auch, teilweise habe ich in meinen Taschen extra Fächer eingebaut oder so ein Schlüsselband mit Karabiner, wo ich den Schlüssel einfach nur draufklipsen müsste, damit ich ihn auf Anhieb finde. Ja, man muss ihn aber auch draufklipsen. Also insofern erleichtert mir das jetzt auch nicht mein Leben. Ja, und deswegen habe ich keine Wertigkeit für irgendeine Taschen um 4.000 Euro. Auch wenn sie sehr schön ist und wenn sie ein Statussymbol ist und ich mir denke, boah, na, hätte ich gern. Aber das bringt mir nichts, außer eine schöne Tasche zu haben. Und ich kann sie, wo soll ich sie nehmen? Jetzt ganz ehrlich, jetzt kaufe ich mal Louis Taschel, ja, und einen Vierer, weil die, was mir gefällt, kostet, glaube ich, na, die kostet 2.800 oder 4.000. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die kostet. Auf jeden Fall viel. Ja? Wo soll ich es denn tragen? Wenn ich zum Hofer gehe, zum Aldi? Oder wenn ich, keine Ahnung, in den Supermarkt gehe? Oder wenn ich ins Stoffgeschäft gehe? Soll ich mir ein Louis umhängen? Ich meine jetzt ganz ehrlich, ich gehe ja nirgends hin. Also kann ich sie auch niemandem zeigen. Ich könnte sie ins Nagelstudio hängen, damit sie meine Kunden sehen. Aber für das könnte ich mir auch eine ausbauen. Ja, nein. Also, ja, mich kann man für Dinge begeistern, die mir mein Leben erleichtern. Meine Kitty, das ist ja auch eine Küchenmaschine, um, was nicht, 600 Euro, 500 Euro, ich habe keine Ahnung, ja, anstelle eines Handmixgerätes, also ein Handrührgerätes. Ja, ich kann es auch mit dem Mixer machen, aber das mag ich nicht. Erstens haben sie meine Handgelenke durch meinen Job ein bisschen Mitleidenschaft gezogen und das tut mir dann weh. Und zweitens ist es viel, viel hübscher und viel, viel nicer, eine KitchenAid zu haben, weil sie einfach auch hübsch ist. Ja. Und ich weiß auch noch nicht, wo ich was hinstelle, weil so wie es jetzt steht, ihr seht es dann nachher, der Thermi steht da, steht links und die KitchenAid steht rechts. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt, weil, wenn ich den Thermi aufmache, habe ich dort kein Licht. Das heißt, eigentlich müsste ich den Thermi dorthin stellen, wo die KitchenAid steht und die Kitty nach links. Aber dann sehe ich halt, ja, die Öffnung von der Kitty ist ein bisschen größer. Insofern sehe ich da dann besser rein. Aber, ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich hatte den Thermi auch schon am Geschirrspüler stehen, also sprich rechts da von der Abwasch. Ah, weiß ich nicht. Hat mir von hinten nicht gefallen, wenn man einer geht. Aber egal. Entschuldigung. Stichwort Husten. Ja, ich war jetzt über eine Woche krank. Morgen vor 2 Wochen hat es angefangen. Genau. Dann war ich die ganze Woche krank, also die ganze Woche herumgeschissen mit Husten, Schnupfen und was weiß ich nicht alles. Und ich huste immer noch, also und heute ist schon Donnerstag, wie gesagt. Da ist übrigens, da seht ihr ja, wo die Kitty steht und wo der Thermi steht. Ja. Ich war jetzt seitdem auch nicht mehr im Nagelstudio, wollte ich sagen, doch, da war ich, weil ich habe gearbeitet. Im Fitnessstudio war ich noch nicht, seitdem. Und es nervt mich auch.
meine Freundin war gestern da und hat zum Lachen anfangen müssen. Sie hat getippt auf Ende September, dass ich aufhöre mit dem Studio. Und ich glaube, sie hat recht. Also ich muss im Oktober auf jeden Fall schon einmal gehen, nur damit sie nicht recht behält. Aber ja, und es nervt mich. Es nervt mich, dorthin zu fahren. Es nervt mich, das zu machen. Und ja, aber heute gehe ich wieder walken mit der Christina. Soweit, so gut. Weil die hat mich vorher gerade angeschrieben, ob wir wieder walken gehen. Und denke mal, walken wird sicher in Ordnung sein. Ich meine, ich hüstel zwar noch ein bisschen, aber das... Ja, meine Güte, dann sperre ich mich halt kurz an und dann geht's weiter. Ja, und gestern hat mich meine Freundin angerufen, also meine Schulfreundin, die Martina, und hat gemeint, na, wie geht's dir mit Sport? Sag ich, du, ich war jetzt eine Woche krank. Und sie, na so, das ist jetzt blöd, ne? Das ist so richtig, verarscht, ja. Aber ja, die darf das. Ah ja. Ja, es hat mich noch nicht das Sportfieber getroffen. Und ich habe mir jetzt auch nicht unbedingt die besten Motivationssprüche in die Kommentare letztes Mal reingehaut, wo ich euch gesagt habe, haut mir da doch irgendwas rein, was mich motivieren könnte oder wie ihr euch motiviert. Ja, war jetzt nichts dabei für mich. Aber egal. Das war jetzt ein kleiner Anschiss von mir an euch. Aber wurscht, macht nichts. Schauen wir mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal für 14 Monate ein Fitnessstudio-Abo. Und ist ja schön, wenn man was hat. Ja, ich sehe das mit meinen Stoffen auch so, ja. Ich kaufe mir Stoffe, damit ich sie habe. Ja, ob ich sie dann vernähe oder nicht, ist ja wurscht. Weil wenn nochmal ein Lockdown kommt, der kann 18 Monate dauern, kann ich trotzdem Sachen zum Nähen. Ja. Ich habe jetzt mal eine Fitnesskarte und wenn ich möchte, kann ich dort auch hingehen. Ja, ist wieder mal typisch für mich. Ja? 40 Euro im Monat im Arsch. Oder 30. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ja, aber auf jeden Fall sind das schon ein paar Packungen Zigaretten. Ja, rauchen sollte ich auch aufhören. Ja, egal. Wie auch immer. Und ja, trotz Husten rauche ich natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja, meine Kunden sagen auch immer, na, vielleicht solltest du weniger rauchen. Sag ich, ja, vielleicht solltest du da anderes Nagelstudio suchen. Dann schmollen sie mir. Naja, niemand mag Klugscheißer. Na, wie auch immer, heute gehe ich dann walken. Ich halte euch dann auf Instagram auf dem Laufenden, ob ich wieder mal das Fitnessstudio besuche oder auch nicht. Ja, es ist jetzt auch von der Temperatur wird es jetzt schon langsam blöd. Hört ihr meine Waschmaschine im Hintergrund? Von der Figur wird es ableit, aber vom Wetter her wird es jetzt schon langsam fürs Walken gehen ja doch speziell. Also wenn ich und die Christina uns da jetzt nicht zusammenreißen, dass wir wirklich fix 2-3 Mal die Woche rennen, also gehen, und das sich so richtig einbürgert, dann sehe ich schwarz für unsere Fitness. Aber ja, egal. Übrigens bin ich jetzt draufgekommen. Ha, es kommt noch ein Tipp. Wenn ich das mit dem kleinen Bürstelaufsatz beim Dyson die Haare da weg tue, gehen die auch ganz gut weg. Also ich habe das letztes Mal schon gemacht und so lange bis der Dyson leer war. Weil da hat man so ein kleines Bürstelaufsatz. Und da sind die Haare eigentlich ganz gut weggegangen. Man sollte es allerdings täglich machen oder spätestens alle 2 bis 3 Tage. Und ja. Ja, da haben wir wieder was, Kontinuität. Kontinuität ist das Zauberwort. Das ist ja bei allem, glaube ich. Bei allem macht das Sinn. Ja? Das heißt jetzt, ob man Sport macht, ja? Bei der Kindererziehung, bei der Hundeerziehung, ja? Wenn man das alles kontinuierlich und ständig und stetig macht, dann ist alles kein Problem. Wenn man regelmäßig Sport betreibt, und mit regelmäßig verstehe ich jetzt nicht einmal im Jahr, sondern wirklich 2, 3, 4 Mal die Woche, ja, dann haben wir alle keine Probleme. Wenn man bei seinen Kindern immer konsequent und kontinuierlich immer dasselbe predigt und konsequent bleibt, ja, dann haben wir die perfekten Kinder, ja. Und jeder, der perfekte Kinder hat, meldet sich jetzt, ja, da schreibt man das auch unten in die Kommentare rein. Ihr werdet dann rausgelöscht, weil da kann ich euch noch weniger leiden. Ich weiß, dass ich 1 oder 2 Abonnentinnen habe, die haben mir schon erzählt, dass ihre Kinder total brav sind. Ich glaube, die hat 2 Mädchen oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ja, sowas frustriert mich dann auch immer. Ich tröste mich dann damit, dass ich sage, na, bei Mädchen ist das einfach anders. Ja, also,
wie gesagt, der die perfekten Kinder hat, die ihr Zimmer von alleine aufräumen, die ihm ihre Hausaufgaben selbstständig machen oder selbstständig gemacht haben und nie irgendwie frech waren oder Scheiße gebaut haben, ja, die schreiben mir das bitte auch unten in die Kommentare rein und dann schreibt es mir per PN dazu, wie das funktioniert. Ja? Ja, egal. Wenn man immer konsequent und kontinuierlich an etwas dran ist, ja, dann hat man keine Probleme. Wenn ich konsequent und kontinuierlich meine Fenster putzen würde, wären die nie dreckig. Ich hätte nie irgendwelche Wollmäuse im Eck oder irgendwelche, keine Ahnung, abgelaufenen Sachen im Kühlschrank. Ja, wenn ich wirklich konsequent und kontinuierlich alles machen würde, wie es sein sollte, aber ich glaube, dann wäre es auch relativ langweilig. Naja, auf jeden Fall hätte man dann mehr Zeit. Wie seht ihr das? Wenn man dann immer, ich meine, außer ihr, wenn eine von euch oder einer von euch, ich weiß, wir haben nur 2% oder 1% männliche Zuhörer, Zuschauer, wenn eine von euch tatsächlich immer wieder kontinuierlich und konsequent alles macht, schreibt mir das auch das bitte in die Kommentare, weil mit dir will ich mich treffen. Erklär mir, wie das funktioniert. Ja, weil ich bin ja auch eine, ich verliere sehr schnell die Lust an etwas. Ja, ich überlege mir immer irgendwelche, ich habe immer super Ideen, immer tolle neue Ideen, das freut mich dann. Kommt drauf an, was es ist, manches 2 Tage, 3 Stunden, 2 Jahre, ja, und dann verliere ich die Lust daran. Ja, so war das auch bei diversen Direktvertriebsdingern, die ich gemacht habe, ja. Das habe ich gemacht. War super, war toll. Ich habe auch einiges erreicht. Irgendwann denke ich mir, nein, mag ich nicht mehr und höre damit auf, ja. Ob ich da jetzt Geld verdient habe damit oder nicht, das ist eigentlich nur sekundär. Obwohl ich bei jedem Direktvertrieb, bei dem ich war, eigentlich auch wirklich gut Kohle gemacht habe. Aber, ja, und ich bin ganz schlecht im Durchhalten. Mich wundert ja selbst, dass ich schon seit 15, 16, 17 Jahren den gleichen Job mache. Und auch schon seit 14 Jahren, scheiß die Mann an, 14 Jahre denselben Mann habe. Org. Puh. Hui. Naja, gut, ich bin auch keine 20 mehr, ja. Ja, und seit 14 Jahren hier wohne, ist ja Zeit, dass ich umziehe. Ich muss wieder ausziehen. Ich wohne, ja. Und das ist auch das macht mich fertig. Wenn es immer nur dasselbe ist, ja, macht mich das ein bisschen nervös. Ja, deswegen tue ich auch oft umräumen, also die Küchenkasteln oder sonst irgendwas oder versuche umzustellen oder auszumalen. Ich brauche immer irgendwie eine neue Herausforderung und irgendwie immer ein neues Projekt. Wir haben auch letztens schon überlegt, habe ich euch auch schon einmal gesagt, welches Winterprojekt wir haben? Eben wegen einem Ausmalen. Wir haben uns auch immer nicht entschieden. Ja, aber das Vorzimmer und den Flur möchte ich auf jeden Fall ausmalen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber den muss ich auf jeden Fall ausmalen. Und da muss ich die Decke auch ausmalen. Ich hasse Decken ausmalen. Vielleicht kann ich dann auch neue Lampen kaufen. Aber im Flur kann ich nicht wirklich was anderes hinhängen, weil alles, was runterhängt, da würde ich dann dagegen stoßen, weil das im Flur nicht sehr hoch ist. Überhaupt, meine ganzen Decken sind nicht sehr hoch. Die sind gerade mal diese 2,30 Meter, was sein sollte und Punkt. Ja, da kann ich nichts hinhängen, was runterhängt, weil das, da glaube ich, würde ich dann mit Schädel dagegen rennen, weil ich selbst ja doch auch ein großes Mädchen bin. Und dann kriege ich einen Buckel, wenn ich immer gebückt durch mein Haus gehen müsste. Aber egal. Gut, ich habe mich gerade was reingeredet. Wisst ihr noch, wo ich am Anfang war? Nein, ich auch nicht mehr. Konsequenz und Kontinuität. Ja. Wären wir alle kontinuierlich und konsequent, dann wäre alles kein Problem. Ich bin ja gerade ein bisschen abgelenkt. Die Katze hat sich gerade halb unter die Couch gequetscht und ist draufgekommen, er passt nicht runter. Gell, Blader? Ja, wir sind auch schon wieder fast am Ende vom Video. Ja, ich habe kein Bügel dabei, ich habe kein Kochen dabei und kein Wohnzimmer dabei. Das habe ich euch aber auch echt gesagt, weil da liegt die Bügelwäsche drinnen. Ich habe zwischenzeitlich gebügelt und zwar, wann habe ich das Video aufgenommen? Am Dienstag? Ich habe gestern gebügelt, also am Mittwoch habe ich gebügelt. Heute mache ich das Voice-Over und
Ja, wie gesagt, ich habe nicht mal mehr ganz eine Stunde Zeit, dass das online sein sollte. Bin gespannt, wann es dann tatsächlich online kommt. Aber ja, meine Güte, ihr seid ja von mir Kummer gewohnt. Gewohnt. Ihr seid ja von mir Kummer gewohnt. Und ja, aber da bin ich jetzt, genau, beim YouTube, ja, da bin ich echt schon kontinuierlich, dass das jeden Donnerstag um 13 Uhr ein Video kommt. Naja, es war nicht immer Donnerstag, es war nicht immer 13 Uhr, es war nicht immer nur ein Video. Manchmal waren es zwei Videos, es waren sogar schon mal mehrere Videos. Und auch immer mit anderen, also das zweite und dritte Video war dann immer mit anderen Content, aber ja, ich weiß, Nähvideos. Ja, ich bin da an einer Sache am Arbeiten und das könnte noch ein bisschen dauern. Ja, also keine Sorge, es wird was kommen in dieser Richtung, aber das könnte noch dauern, weil mich auch da oft das Animo verlässt. Wenn ich sage jetzt so, das mache ich jetzt, dann fange ich was an und mitten drunter verliere ich das Interesse. Das kann natürlich auch passieren, wenn ich nicht dazu gezwungen werde. Oh ja, schauen wir mal, wann es in dieser Richtung weitergeht. Alter, ich möchte gerne für jedes Mal einen Euro, wo ich die Kamera glaube aufzudrehen und dann doch nicht aufgedreht habe. Egal. Also, so Ladies, das war's für heute. Naja, nicht ganz, weil Wohnzimmer gehört noch gemacht und gebügelt gehört auch noch, weil ich habe da drinnen drei Wäschkörbe stehen mit Bügelwäsche. Ich muss jetzt aber dann arbeiten, das heißt, bis ich dann tatsächlich zum Bügeln komme, ist vermutlich morgen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich heute um 6, halb 7, dass ich dann noch großes Animo habe, zu bügeln. Und ja, ich habe auch zwischenzeitlich was im Thermi gemacht, aber bin dann währenddessen draufgekommen, dass ich das irgendwie anders machen muss, ja. Weil ich kann euch ja keine Kochvideos mit Thermomix machen, wenn ihr keinen Thermomix habt, das ist ja böse. Böse und gemein und muss ich immer erst schauen, ob das auch ohne Thermi geht. Ja? Und ich meine, das meiste geht auch ohne Thermomix, ja, ich meine, jetzt ganz ehrlich, ja. Man braucht halt dann mehr Geschirr oder sowas, ja, keine Ahnung. Und das muss ich mir dann ein bisschen genauer anschauen. Und ja. Also haben wir heute ein schnelles Clean with me gehabt. Ich, wie gesagt, muss dann später oder morgen noch bügeln, aber da muss ja auch schon das Voice-Over gemacht werden, weil heute ist Dienstag. Gut, Mädels, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann das nächste Mal entweder beim Kochen oder wieder beim Aufräumen. Bis dann. Bussi, Baba.